Der erste FC Union spielt mal wieder in der ersten Bundesliga. Willkommen hier zurück in der alten Försterei zum Spiel Union Berlin gegen Werder Bremen. Spieltag 28 ist natürlich nicht, wir haben schon Spieltag 30. Ich bin wieder natürlich Kommentator und Spieler zugleich. Savas Zocker und Savas Zocker in einem. Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Kein einfaches Spiel. Wir wollen noch an Europa anknüpfen. Wir können eigentlich nur noch vor Leverkusen kommen im besten Fall. Mit Dortmund haben wir uns leider verspielt. Obwohl man sagen muss, Reus, deine Schwalbe war echt das allerletzte. Da muss er mit Sascha Huber mal nochmal ein Workout machen und dann muss er ihn richtig fertig machen, muss der Sascha Huber fertig machen. Richtig. Dass der Reus mal lernt, fair zu spielen. Ah ja, gut, aber wenn der Videoassistent dem Schiri das auf dem Platz einfach mal nicht sagen kann, obwohl es eindeutig war, naja. So ist es. Leider haben wir es ja auch nicht geschafft, so ein Tor zu machen. Noch Pech gehabt, da hat Hitz denn mal gut gehalten. Und Lute, der hat vor allem sehr gut gehalten im letzten Spiel. Ja, das ist soweit unsere Ausstellung, wie ihr jetzt gerade seht. Ja, da muss man echt sagen, Lute, das war echt eine Weltklasse-Leistung bei Dortmund in dem Spiel. Aber leider selbst mit so einer Kreuzeleistung nichts geworden. Schade. Ah, Dortmund kommt in jene schöne Sieben, glaube ich nicht. Naja. Jetzt erstmal wichtig, gegen Werder zu gewinnen. Werder ja unten drin, kämpft gerade gegen den Abstieg und wir kämpfen um die europäische Plätze. Wer hat das gedacht? Eins zu 0 in der 5. Minute. Schön wird, wenn es so starten würde. Oh Mann. Irgendwie so wissig. Ich wieso nicht? Gerade als wenn man, keine Ahnung, so staubige Luft oder so eingeatmet oder so, kommt mir was vor. Schlecht. Wow, 2 zu 0. Jetzt geht's aber ab. 2-0 durch Brümel. Geil, wenn es wirklich so wäre, aber irgendwie. Weiß nicht, gelingt doch alle, ne? Der Schuss alleine einfach so angehoben nach der Annahme und direkt volle reingeballert. So geht, wird ein sehr merkwürdiges Spiel gegen Dortmund, war sau schwer auf Profi. Und gegen Werder ist es so, weiß ich, schon zu einfach. Weil meine Abwehr bleibt auf dem Ebene stehen. Oder Dortmund hat permanent angegriffen, dauernd Weitschüsse gewagt und hat mich richtig in Bedrängnis gebracht. Und Werder sieht irgendwie anders aus. Ui, wäre da drin gewesen, sieht das aber hier auch wieder ganz anders aus mit dem Spielverlauf. Dann sieht unten das mit dem Spiel aus. Ja, da wird es mir nicht schlagen gehen. Und ich glaube, dass das Spiel jetzt hier ein bisschen, wenn ich weiter so viel mache, ein bisschen unrealistisch wird.
meine, klar, Türkische sind kann im Mund nicht. Aber so schnell, weiß nicht. Aber jetzt fängt Werder an zu spielen. Irgendwie hat die KI von Werder vorher nichts gemacht. Sagen. Wenn die Leute, wenn ihr euch fragt, warum das Spiel so spät kommt, ist ja klar. Also eigentlich nicht klar. Ich hatte vorher keine Zeit, das Spiel vorzuspielen. Beziehungsweise habe ich das gestern am Donnerstag vergessen. Weil mir ja durch die englische Woche mit Dortmund und so jetzt nicht so schnell bewusst war, dass ich ja noch die Prognose für Werder gleich vorgenommen habe. Ich bin natürlich dann noch direkt Samstag, das ist ja noch Sonntag und dadurch ist jetzt halt wirklich wenig Zeit bis zum Spiel morgen. Keine 24 Stunden. Aber gut, das sollte ja machbar sein, sich das ja anzugucken für die Leute, die es vorher sehen möchten. Für die mache ich das auch. Ah, auf den Pfostenschuss. Zwei Aluminiumtreffer in der Partie gab es schon. Zweimal Pfosten. Hier dran, Alter. Der Pass kam aber überhaupt nicht so, der war so verzögert. Obwohl ich hier offline spiele. Und oh, nicht so 3-0, würde ich sagen, unter 3-0. Die gehen aber auch irgendwie nicht so wirklich ran. Das ist ganz komisch gerade, als wenn ich hier auf Anfänger spielen würde, was das ja überhaupt nicht ist. So leicht gegen Werder Dortmund auf Profi wie gegen Weltklasse zu spielen und gegen Werder irgendwie kaum eine Gegenwehr. Als wenn die wirklich nur abwarten würden oder nichts von der Taktik her richtig eingestellt hätten. Ganz komisch. Ah, gibt es ja 2-0. Ist noch im realistischen Spielraum. Mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht wird es auch wieder spannend, ich weiß nicht, gegen Stuttgart hatte ich ja ein ähnliches Szenario. Oh, gut gehalten von Lute. Ja. Was war das denn? Ich drück, dass der den rausköpfen soll aus dem Strafraum und der köpft den in den 5-Meter-Raum rein. Jetzt wird's wieder spannend. Jetzt, was war denn das? Der sollte den klären und der spielt den. Hat ihn nicht mal reingekippt, der hat den reingespielt mit dem Fuß. Was war denn das? Von Jans. Naja, weiter geht's. Sieht wohl doch sehr realistisch jetzt aus. Wo ich sagen muss, gut, Köln hat heute hoch 3-0 geführt gehabt gegen Augsburg. Ne, 2-1. Hätte ich jetzt auch nicht für Möglichkeit. Ah. Oh, oh. Ey, ich wusste. Ich hab Lute extra schon gedrückt gehalten, dass Lute rauskommt und dann sowas. Das ist ja jetzt richtig kacke nach dem Superstart. In Halbzeit 1. Den Kruses alten Verein.
6 Minuten lassen wir 2 Tore reinhauen. Boah, was ist denn jetzt? Drehen die richtig auf oder was? Nachdem sie 1-0 gemacht haben? Nach so einer scheiß Vorarbeit von mir, drehen die richtig auf. Komm, lauf durch. Ah! Jetzt können sie verteidigen. Jetzt können sie verteidigen. Ist doch gar nicht. Na gut, Bittencourt kann gar nicht spielen, aber... Also nicht, dass er nicht Fußball spielen kann, sondern der kann wirklich nicht spielen wegen einer Verletzung. Alter, jetzt drehen die richtig auf oder was? Was ist denn los hier? Vorher konnte ich machen mal die Folge und jetzt hier so weit oder was? Boah! Schon von hinten weggetreten. Jawoll! Ruhig geblieben und das Ding sicher verwandelt. Musa. Den Musa doch machen. Schlechtes Wortspiel, aber immer wieder witzig. Jetzt bloß nicht wieder inkassieren. Besser noch ein Schießen. Ah! Ganz schlecht. Ich habe eigentlich eine 5er Abwehr. Wo ist meine 5er Abwehr? Auf da, weiter, ja! Sehr gut eingesetzt. Kruse und der schießt! Aber war natürlich nichts für Pavlenka, war nicht schwer. Einfach mal ein Versuch aus der Ferne. Wieder Wechsel bei Werder. Sargent kommt drauf. Keinen Fehler machen. Das wäre ganz schlecht. Ah! Zu eng, zu lang gehalten. Halten, halten, halten. Ja! 3-2 gewonnen, genauso wie Köln gegen Augsburg. Wahrscheinlich in ähnlichen Trikotfarben. Wo Augsburg vielleicht eher weißer Nadel. Aber ihr wisst, was ich meine. Rot gewinnt. Setzt alles auf Rot, dieses Wochenende. Ich hab da so eine Idee, was da passiert. Hui. Knapp. Hat auch keinen Bock wieder auf so ein 2-2 in der alten Försterei gegen Bremen. Das war die letzte Saison. Da war ich ja noch selber im Stadion. Da war ich noch selber auf dem Platz. Nee. Aber... 2-2 war auch richtig kacke. Aber 3-2 gewonnen, alle Dude. So kannst du ins Wochenende gehen.